Die Borussia Glück auf 07 Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von Wachhund TV. Fernsehen für den aufgeweckten Hund. Hallo. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem ereignisreichen. Glaubst du, nach dem verkackten Derby mache ich das jetzt hier nüchtern? Du hast es schlimmer als ein Zweikampf. Ja. Also, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz hier gegen Ergenspiel. Was sagt ihr denn da? In Hesse als Pressesprecher. Ja, geil. Ey. Kann das jemand übersetzen? Gut, also schön, dass alle da sind. Hör mal, bist du voll oder dem Raum? Hier sitzt wie immer einer, dem Wilhelm von der Westdeutschen Sportzeitung. Und sonst niemand. Nix drauf außer Zahnbelach. Die ersten Worte zum ereignisreichen Derby heute hat natürlich unser Cheftrainer Uwe Spellinghaus. Hör mal, bei jedem Heimspiel sagst du denselben Satz. Warst du mal früher Pfarrer oder was? So, komm mal jetzt zu meiner ausführlichen Spielanalyse. Heute zum Derby. War kacke. Ja, was? Ich komme mir gerade vor wie dem Vertrag von Ibisevic. Ich bin völlig aufgelöst. Dann jetzt bitte die Fragen der lieben Kollegen. Ja. Wilhelm Kowalski von der Westdeutschen Sportzeitung. Bitte schön. Uwe, Sie sind ja immer sehr direkt. Und wer ist denn hier direkt? Wo ich zum Stefan gesagt habe. Stefan! Renn doch mal! Du darfst doch jetzt wieder! Du hast ja von deiner Frau einen Laufpass gekriegt! Was war denn der genaue Grund für die 0:5 Derby-Niederlage heute? Ja klar, dem dicken Hermann, ne? Dem ist schuld. Er ist der einzige Torwart auf der Welt, der eine eigene Torhymne hat. Rollt den Ball jetzt auf seine Kiste zu, spielen wir ab heute den Radetzky-Marsch. Na Mensch, fast wie in Leverkusen. Was ist denn jetzt? Oh, dem Hermann. Hermann, ja. Ich weiß nicht, wo dein Nusspli ist. Nee, da guckst du nochmal am Pfosten hinten. Ja, bis nächste Woche. Glück auf. Tschüss. Ja, was guckst du so? Hast du das Nusspli von Hermann? Dann sag doch was! Was dann? Ich hab doch das Nusspli nicht. Uwe, Sie haben ja heute... Oh, hör doch mal auf mit dem Sie, du doof. Uwe, du hast ja heute im Sturm den Ferdinand aufgestellt und der ist ja nur 1,60. 1,60? Was ist das denn? Eine Quote bei Sportwetten? Nehmen wir das Spiel jetzt mal insgesamt, hatte Borussia Glück auf ja nur 4 Chancen. Ja, wir sind ja dieses Jahr auch bei der 4-Schanzentournee. Boah, ey, mach doch mal Themen, die Leute interessieren. Frag doch mal was zur Bundesliga. Ja, kein Problem. Blicken wir mal kurz in die Domstadt. Da hat Präsident Wolf gesagt, beim 1. FC Köln gibt es keine Jobgarantie, auch nicht für Trainer gestern. Hör mal, mein Nachbar hat auch einen Schrebergarten. Wenn der im Sommer die Blumen wässert, sage ich auch immer, boah, du gießt toll. Okay, Sekunde. Der BVB hat ja momentan mit Haaland... Zu meiner Frisur sage ich nix. Was? Okay, dann jetzt bitte die letzte Frage. Uwe, kommen wir noch mal kurz zu den Bayern. Aktuell ein bisschen problematisch in der Liga, 1-1 gegen Bremen. Und Niklas Süle nicht so richtig fit mit Trainingsrückstand. Sag doch gleich, dass dem Süle fett ist. Ja, das Zitat wollte ich ja von dir. Hör mal, meinst du kannst mir die Worte rumdrehen, wie deine Olle in eine Kiste? Komm, jetzt bleiben wir alle mal ganz ruhig. Ruhig durch die Hose atmen, alle ganz... Ach! Dem Klassensprecher ist auch noch da. In welchen Film spielst du denn mit? Die Lümmel von der Ersatzbank? Okay, das war's dann mit unserer Pressekonferenz. Vielen Dank an die lieben Kollegen, die heute wieder so zahlreich erschienen sind. Das Schlusswort der Pressekonferenz hat wie immer unser Cheftrainer Uwe Spellinghaus. Ein Kamel kann 10 Stunden laufen, ohne zu saufen. Borussia Glück auf 07 kann 10 Stunden saufen, ohne zu laufen. Glück auf. Das war's dann mit unserer Pressekonferenz. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Wer sind Sie denn? Ja moin, wir sind das Team von Wachhund TV. Wir sollten mit dem Uwe doch noch was aufnehmen. Was ein Kackvieh! Pack die Töne da weg! Wachhund TV. Fernsehen für den aufgeweckten Hund.